Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die 63. Plenarsitzung des Hessischen Landtages. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Es ist dies die erste Sitzung im Jahr 2016. Ich will die Gelegenheit nutzen, Ihnen ganz persönlich und auch offiziell als Ihr Präsident ein gutes, gesundes Jahr 2016 zu wünschen. Bleiben Sie, und das ist wirklich wichtig, gesund und munter in diesem Jahr. Die Aufgaben sind groß, die wir haben, das wissen wir. Wir brauchen auch diese Kraft. Ich hoffe sehr, dass der Hessische Landtag in der Summe seiner Tätigkeiten am Ende des Jahres eine gute Bilanz ziehen kann. Alles Gute für Sie und für den Hessischen Landtag. Ich beziehe natürlich alle Gäste mit ein und verkünde dem Lande, dass es allen gut gehen soll in Hessen. Das ist sicher nicht. Meine Damen und Herren, bevor wir in die Tagesordnung eintreten, darf ich Sie bitten, sich von den Plätzen zu erheben. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Anfang des Jahres kam bei einem Anschlag in Istanbul 11 Menschen beim Terroranschlag ums Leben. Weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Unter den Toten waren 10 deutsche Staatsbürger und auch ein Opfer aus Hessen. Dieser feige Mordanschlag steht in der Reihe mit den Anschlägen des letzten Jahres in Europa und auf der ganzen Welt. Diesbezüglich hat dieses Jahr traurig begonnen. An dieser Stelle wollen wir voller Anteilnahme an die Familien der Opfer denken. Deswegen habe ich Sie gebeten, sich zu einer Gedenkminute zu erheben. Herzlichen Dank. Das reicht. So. Manchmal ist es weniger mehr. So. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Tagesordnung ist Ihnen vom fristgerecht zugegangen mit Datum 26. Januar 2016 und mit einem Nachtrag vom heutigen Tage mit insgesamt nunmehr 57 Punkten. Sie liegt Ihnen vor. Wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung zu den Tagesordnungspunkten 52 bis 56 entnehmen können, sind 5 Anträge betreffend eine Aktuelle Stunde eingegangen. Entsprechend unserer Geschäftsordnung werden wir Sie am Donnerstagmorgen aufrufen mit einer Redezeit von 5 Minuten, bis auf die beiden zusammengezogenen Punkte, die dann mit 7,5 Minuten behandelt werden in einer Aussprache. Die Große Anfrage, die unter Top 12 auf der Tagesordnung steht, wird auf Wunsch der antragstellenden Fraktion zur weiteren Beratung in den Europaausschuss überwiesen. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend Polizei und Justiz in Hessen ausbauen, Innen- und Sicherheit stärken, Drucksache 19/3094. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Antrag Top 58. Wir können ihn mit Top 2 aufrufen. Okay, dann machen wir das auch so. Das ist die Regierungserklärung. Weiter eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend keine Neuzulassung von Glyphosat in der Europäischen Union, Drucksache 19/3095. Wird hier die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top mit der Ziffer 59 aufgenommen, die Redezeit 5 Minuten pro Fraktion, somit einvernehmlich beschlossen. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend erfolgreiche Arbeit der Hessischen Polizei bei der Kriminalitätsbekämpfung, Stärkungspakt für die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen, Drucksache 19/3096. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Entschließungsantrag Top 60
Wir können ihn mit 2 und 58 zu diesem Thema aufrufen. Auch dieses ist Konsens. Dann machen wir das so. Meine Damen und Herren, ich frage, widerspricht jetzt? Oh, Herr Kollege Rudolph, bitte. Tagesordnungspunkt 23 mit dem Tagesordnungspunkt 5, Gesetzentwurf der LINKEN, Zweckentfremdung von Wohnraum, zusammen aufzurufen. Der Antragsteller ist damit einverstanden. 23 mit 5, zusammen aufgerufen. Kein Widerspruch, dann machen wir das auch so. Widerspricht jemand der jetzt festgelegten Tagesordnung? Niemand, damit ist das so beschlossen. Wir tagen heute bis 19 Uhr und beginnen mit der Fragestunde, wie immer an Dienstagen. Wir werden dann eine Regierungserklärung des Hessischen Innenministers hören zum Thema Sicher Leben, Zusammenhalt gewährleisten. Dazu aufgerufen werden die Tops 58 und 60, wie eben beschlossen. Es fehlen entschuldigt heute in den nächsten Tagen die Abgeordneten Ursula Hammann und Jürgen Banzer, beiden auch nur von hier. Gute Besserung. Sie haben mitbekommen, dass unten in der Ausstellungshalle eine Ausstellung stattfindet mit dem Titel „Die historische Wahrheit kund zu wissen tun“. Ja, wenn ich das fertig gelesen habe, dann kommen Sie dran. Ich will nur kurz, was da unten ist, dann kommen wir weiter. Das ist eine Ausstellung des Hessischen Hauptstaatsarchivs, die ich Ihnen Ihrem Interesse empfehle. Sie ist sehr informativ und sehr wichtig. Bitte nehmen Sie sich diese Zeit. Herr Kollege Bellino. Jetzt. Herr Präsident, der guten Ordnung halber möchte ich den Kollegen Peter Stephan krankheitsbedingt entschuldigen. Herzlichen Dank. Kollege Stephan ist entschuldigt. Auch ihm gute Besserung. Dann haben wir einen Hinweis mit Wikipedia. Das ist Ihnen von den Parlamentarischen Geschäftsführern auch mit den Fraktionen mitgeteilt worden. Die machen wieder Fotos von Abgeordneten, die dies wünschen. Am Donnerstag, dem 4. Februar, im Raum 120M, also in unseren Glaskästen hier neben. Heute Abend wäre, wenn dritte Lesung wäre, eine Ausschusssitzung zu Top 8. Gibt es keinen dritten Lesungsantrag? Keine Fraktion teilt mir das? Keine dritte Lesung? Damit brauchen wir keinen Ausschuss heute Abend. Das wollte ich nur mitgeteilt haben, weil wir es in die Tagesordnung schon integriert haben. Damit fällt die dritte Lesung, wie es hier steht, weg. Ich bedanke mich herzlich dafür. Meine Damen und Herren, wir haben Geburtstage. Herr Kollege Rudolph. Kein halber, Herr Präsident, dabei bleiben, dass der Top 8 dann eingereiht wird und morgen aufgerufen wird. Das ist die logische Konsequenz. Danke schön. Es hat Geburtstage gegeben, die irgendwo hinten genullt haben. So sagt man ja im Hessischen. Aber ich will die Zahlen nicht nennen. Ich fange mal an mit Frau Goldbach. Liebe Frau Goldbach, herzlichen Glückwunsch. Alles Gute für Sie und bleiben Sie fröhlich. Der Kollege Klaus Dietz nähert sich der Weisheitsgrenze. Ja. Lieber Klaus, herzlichen Glückwunsch zu deinem 60. am 1. Januar dieses Jahres. Alles Gute für dich. Ja. Dagegen, lieber Kollege Gremmel, sind Sie fast ein Jungspund mit Ihren 40 Jahren. Alles Gute. Mein herzlichen Glückwunsch auch im Namen des ganzen Hauses. Und dazwischen liegt Kollege Krüger. Der eine hat es erreicht, er ist noch weit davon entfernt. Insofern ist es ein Unterschied. Herr Kollege Krüger mit seinem. Ja, man lernt nie aus, Herr Gremmels, das ist gut so. Herr Krüger, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 15. Geburtstag. Alles Gute und bleiben Sie das Gute geworden. Meine Damen und Herren, habe ich Ihnen ein Familienjubiläum noch vergessen? Das ist nicht der Fall.